Somit habe ich auch. Oh, nee, Gisela. 3, 2, 1, ihr Lieben. Es geht los und wir sind live für euch hier im Live-Cooking. Heute aus dem Meeting Center in Neubrandenburg. Meine Wenigkeit, die Kerstin, mich kennt ihr. Und die hinter mir kennt ihr auch. Genau, das ist nämlich die liebe Uta Wenzel. Mein Teamleader des Teams Rostock-Neubrandenburg wird mit euch für euch heute das Live-Cooking gestalten. Und wir haben eine stille Abmachung. Ich schließe gleich meinen Mund, weil ich quatsch immer so viel dazwischen. Und Uta wird euch ein schönes Rezept für den Mikroleicht zeigen. Eines unserer Angebote aus dem Monat Juli. Und damit möchte ich das Wort übergeben. Dankeschön. Kamera frei. Alles klar. Also, wir haben den Mikroleicht im Angebot. Hier einmal zum Sehen. Ich erkläre Ihnen dann, wenn das Zeug in der Mikrowelle ist. Mikroleicht heißt Mikrowelle. Ja, man kann da tolle Sachen machen, man kann herzhafte Sachen machen, man kann süße Sachen machen. Und ich bin ja nun mal bei der Tupperware, damit wir der Lebensmittelverschwendung ein wenig den Gar ausmachen. Ungefähr laut Statistik im Jahr 2023 25% aller eingekauften Lebensmittel wurden weggeworfen. Und deswegen habe ich mir auch für euch heute ein Rezept wieder rausgesucht, was ihr zu Hause habt, was ihr möglicherweise mal wieder wegwerfen würdet, weil der Kuchen 3 Tage alt ist und nicht mehr so schmeckt. Und damit starten wir ganz einfach auch unseren runden, schönen Mikroteller. Den brauchen wir, den wollen wir jetzt einfach mal befüllen. Und zwar habe ich dafür, wenn ihr irgendeinen Kuchen habt, völlig egal was. Ich habe hier jetzt irgendeine Nussschnecke. Ihr könnt aber auch, wenn das Weißbrot nicht mehr so weich ist, könnt ihr es nehmen, ihr könnt die Brötchen verarbeiten, völlig egal. Ihr schneidet das Ganze jetzt einfach mal ganz nett in Scheiben. Dazu habe ich unser wunderschönes Messer aus der A-Serie. Und da ich das mit dem Wellenschlitz am besten oder am liebsten habe und es immer super schneidet, habe ich natürlich hier als Unterlage unsere schöne Schneidunterlage, die auch flexibel ist, um, falls ihr mal Zwiebeln abfällt, das dann auch wegzuhauen. Das heißt, wir schneiden jetzt einfach mal dieses Schneckchen hier, was wir haben, in Streifen. Wir werden nicht das Ganze brauchen. Wir belegen damit schön den Boden. Ich glaube, nächste Woche wird da drin was Herzhaftes gemacht. Hanni kann das auch super geil. Die macht dann immer so schöne Rosen, weil die dann was drin schneidet. Also, wir haben jetzt einfach mal hier... So, ich mache mal den Boden richtig schön ausfüllen. So, das heißt, wir haben jetzt hier schön drinnen aufgeschnitten. So, ich habe für euch noch einen Rest zum Essen. Danke. Der schmeckt lecker. Das ist eine... Ich habe gerade Kirschkuchen gegessen. Hätte ich da auch meinen alten Kuchen... Den hätten wir auch nehmen können. Also man kann da auch super gut Hefekuchen, wenn der 3 Tage alt ist, wo ihr sagt, ist nicht mehr so mein Ding. Den hätten wir auch einfach in Scheiben schneiden können. Oder rein Brötchen da oder so. Genau. Alles, okay, was ihr irgendwo an Sachen habt. Ja, dann muss jetzt natürlich hier erstmal diese Unterlage entkrümelt werden. Dazu kann man sie ja knicken. Ab rein in den Adress, wo der hier schön hängt. In Arbeitshöhe. Und wir nehmen heute zum Verrühren, nehmen wir unseren Extra-Chef, den richtig schönen großen. Da haben wir ja noch kleine Brüder, Schwestern von. Ich habe ihn ja auch schon mal hingelegt, weil wir haben diesen Monat ein mega geiles Angebot. Den kleinen mit Rezeptkarten und mit dem kleinen Dopschaber für den Preis von dem kleinen für 54,90. Das heißt, ihr kriegt die Rezeptkaben gratis dazu, ihr kriegt den Dopschaber gratis dazu und mehr geht ja nicht. Und das ist natürlich auch für alle, die einen Thermomix haben. Habe mich heute gerade unterhalten mit einem Thermomix-Besitzer, sage ich, für Kräuter und Co. Ist es natürlich viel geiler, den kleinen auch zu haben, weil meine Thermomix-Kunden haben den kleinen auch, weil da kannst du viel schneller mal schnell ritsch-ratsch was zerkleinern, bevor du das große Teil und abwaschen und so, ist es natürlich viel handlicher und immer eine super Ergänzung. Und wer einen Thermomix hat, der kann sich den dann auch noch leisten. So, das heißt, wir haben hier einen Schneideinsatz, einen Rühreinsatz und da wir verrühren wollen, brauchen wir heute unseren Rühreinsatz. Das heißt, wir tun hier einfach mal 250 Gramm Speisequark rein. Dafür braucht man natürlich auch wieder den Topfschaber. Was hast du, Magerquark oder? Natürlich nicht Magerquark. Fettstufe 40%, das soll ja auch schmecken, Leute. Diät könnt ihr woanders machen, aber ihr könnt hier Quark nehmen, wie ihr wollt. Ihr könnt
einen Quark nehmen. Ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Wir schaben das jetzt hier nicht ab, damit der Topfschaber auch heil bleibt. Ah, und daher sind so viele, die kaputt gehen, ne? Ja, da kommen immer die Leute und sagen, ey, ich habe hier mal eine Reklamation. Ja, Reklamationen sind Materialermüdung oder Materialfehler. Wenn ihr das hier an diesen scharfen Kanten kaputt schneidet, ist es natürlich keine Reklamation, sondern einfach eben nur eine falsche Handhabung. So, dann hauen wir mal unser Ei hier durch. Ja, die Küchenrolle brauche ich jetzt auch mal. Weil so mit ein bisschen Glitter an den Finger fetzt das auch nicht so ganz. Meine Tisch auch sauber wischen. Alles, was wir gleich erledigen, müssen wir hinterher nicht tun. Genau. Ja, und da kommen jetzt einfach, da steht 3 Esslöffel Vanillezucker. Ich habe den hier schon mal abgefüllt. Ein Vanillezucker-Esslöffel ist ja letztendlich ein Päckchen, das kommt hier mit drin. Übrigens haben wir auch wieder unsere kleinen Wichtel im Katalog. Dann kommen 2 Esslöffel Vanillepuddingpulver. Ihr könnt, wenn ihr jetzt kein Pudding-Fan seid, die nicht zu Hause habt und super gesund kochen wollt, nehmt ihr einfach 2 Esslöffel Stärkemehl. Das kommt da rein und dann geht das los. Dann kommt der Deckel drauf und wird verrührt. Und wofür sind die Mandeln, die du da noch drin hast? Ja, lass dich überraschen. Und da, siehe da, haben wir mal wieder ein kleines Problem, da wird einmal geschüttelt und dann klappt das Ganze wieder. Okay. Ich nehme mal das Messer weg, damit du dich hier nicht noch verletzt. So, das heißt, alles super verrührt. Mach mal den Deckel ein bisschen sauber. Weil hier muss ja wieder nichts verschenkt werden, außerdem muss es sowieso dann abgewaschen werden. Und das ist ja nicht notwendig. Das heißt, den auseinanderdrehen, den sauber kratzen. Keine Sorge, den Rest lege ich nachher mit den Finger ab, aber das seht ihr nicht mehr. So, hier haben wir dann mal kein Messer, wo wir aufpassen müssen. Das lege ich hier auch mit schön zu. Ach ja, bloß damit du schön viel dran hast. Genau, damit für mich auch noch ein bisschen was übrig bleibt. So, dann machen wir das Ganze hier so ein bisschen. Ihr seht, alle Masse super schön vermischt. Das noch mal? Ja, du kriegst das auch fürs Foto nochmal. Gut, danke schön. Und dann verteilen wir das gleichmäßig einfach hier rüber gießen. Und ihr seht schon, das geht alles rucki zucki. Das könnt ihr auch gut mal als Kuchenersatz nehmen und verteilt ihr einfach den Quark hier schön oben drüber. Und damit es dann nachher von oben auch richtig schick aussieht, ich darf ablecken. Oh, nicht mehr. Hervorragend. Damit es nach oben auch schick aussieht, haben wir hier noch Mandelblättchen. Da nehmt ihr einfach 2 bis 3 Esslöffel, die ihr hier oben drüber verteilt. Und dann kommt das Ganze so, wie es ist. Nee. Was machen wir mit den Mandarinen? Oh, die Mandarinen habe ich vergessen. Die kommen doch da auch. Ich war wieder viel zu schnell, weil ich war voll irritiert von deinem Kirschkuchen, weil da war ja so Obst schon drin. Die Mandarinen kommen natürlich auch noch drauf. Die kommen unter den Mandelsplitter, aber das ist jetzt gegessen. Kannst du auch noch oben rauflegen. Die machen wir auch noch oben rauf. Auch wenn die Dosen bei mir eine Lasche haben, die man aufziehen könnte, erstmal braucht ihr viel Kraft, könnt viel rumsauen, nehme ich immer unseren tollen Dosenöffner. Und zwar, der ist echt leicht zu händeln. Jetzt muss Kerstin das erstmal probieren. Ja. Einfach oben rauf, also Beine breit, oben rauf, Beine zusammenklappen, anheben. Wenn der Test funktioniert, dann könnt ihr loslegen mit Drehen. Und ihr könnt sowohl als Linkshänder als auch als Rechtshänder dieses Teilchen super schön bewegen. Geht in beide Richtungen. Das ist ja bei Tupper immer das Schöne, selbst die Schäler, alles links und rechts, immer hin und her. So, wenn ihr einmal rum seid, dann knackt das leicht. Ich glaube, ich bin jetzt zweimal rum, ich habe das Knacken nicht gehört, aber das ist ja nicht schlimm. Und dann könnt ihr, müsst ihr euch auch gar nicht quälen, könnt ihr hier oben einhaken und abziehen. Oh, ich habe eine Schüssel und einen Sieb vergessen. Ich hoffe. Aber ich habe ja heute eine Hilfe. So, das heißt, dieser Deckel überhaupt nicht scharf. Könnt ihr auch zum, wenn ihr eine Dose nicht ganz aufbraucht, könnt ihr das auch wieder zum Abdeckel nehmen, weil das ist dann dicht. Daher ist der super praktisch. Hier können wir auch rumspielen, nichts mit scharfen Kanten. Früher haben wir die Kunden immer gesagt, so bleiben wenigstens unsere gelben Säcke heil.
Ich weiß, dass es in allen Regionen noch Säcke gibt. Wir bei uns nicht mehr. Bei uns haben wir die gelbe Tonne. Da gibt es halt keine gelben Säcke mehr. Ja, und Kerstin hat mal mir ganz schnell, super praktisch, den Durchschlag von der Salatschleuder geholt. Und das ist immer das Schöne bei Tupper, dass ich euch zeigen kann, dass man die Dinge eben nicht nur zum Schleudern von Salat, sondern einfach mal eben als schnellen Durchschlag verwenden kann. Das heißt, die Mandarinen werden hier einfach abgegossen. Und dann machen wir die einfach noch drüber. Ja, Gisela, guck hier wieder, die ist unser Deko-Freak hier. So unter dem Motto, das könnte man auch schöner machen, ja. Mit Sicherheit. Aber wir sind ja heute in der schnellen Küche zu Gast bei Uda. Und da geht das dann eben auch so. Ich finde, es sieht trotzdem super schön aus. Das Ganze kommt jetzt dann so für ganze 7 Minuten mit Deckel. Na, könnt ihr schon mal gucken? Die Mikrowelle bei 500 Watt. Das heißt, das Schöne ist, dass Kerstin jetzt immer unser Assistent zum Kochen ist. So dass ich dann hier mit euch ein bisschen weitermachen kann. Warte, ich muss hier bloß einmal. So. Ja. Hab da ja Löcher oben drauf, damit da auch genug Luft drankommt. Genau. Ne? Und aber nicht überkocht. Oder von oben zu. Genau. Viel Luft drankommt. Ab in die Mikrowelle. Und jetzt erkläre ich euch das Teil. Wie viel Watt? 550. Also schonendes Garen auch noch. So, und jetzt komme ich mal nach hier vorne, weil dann kann ich euch unseren Mikroleicht super schön erklären. Denn das ist eigentlich, ihr seht hier schon die Form, die erinnert euch hier die Mitte wahrscheinlich an unseren Omelettmeister. Der Omelettmeister ist ja der kleine Bruder hiervon oder das ist die große Schwester, wie ihr auch immer wollt. Hat extra hier, damit ihr es besser tragen könnt, hier unten diese Aussparung als Griffe, wenn ich das mal abmache. Ist ja hier diese Einsätze drin und genau auf die Seite, da müssen dann entsprechend diese oben drauf, dass ihr das vernünftig anfassen könnt, ist ja ein bisschen größer und auch gut in die Mikrowelle rein und halt entsprechend rauskriegt. Ja, 7 Minuten. Hier im Deckel habt ihr dann noch mal kurz die Hinweise, das ist ja mal das Schöne jetzt bei Tupper, wir haben kein Papier mehr, haben ökologisch das hier oben eingetragen, dass man dieses Teilchen verwenden kann. Bei Mikrowelle 650 Watt maximal 10 Minuten, bei 900 Watt maximal 5 Minuten. Und dann könnt ihr damit losmachen. Und wie Kerstin schon darauf hingewiesen hat, haben wir hier die Löchlein, damit wir auch immer ein bisschen Belüftung haben, weil das ist ja bei Mikrowellengaren ganz wichtig, damit der Deckel auch drauf bleibt und nicht wegfliegt, haben wir halt die Ritzen drin. Und da gibt es auch ein schönes Rezeptheft, was wir eben auch als PDF haben, was wir, wenn ihr es dann haben möchtet, euch auch gerne zur Verfügung stellen können. Oh, Kerstin räumt alles weg. Ich kann hier gar nicht essen, während ihr zuguckt. Nein, aber nicht abwaschen. Nein. Ich möchte es nur ablecken. Das wollte ich. Kerstin wollte ablecken, darum will die das jetzt einfach wegschaffen. Ja, ja, schnell weg und dann kann man hier auch mal naschen. Das ist eben das Schöne beim Kochen. Achso, ich habe ihn jetzt weggestellt, der kommt jetzt wieder her zu euch. Ihr könnt hier natürlich auch, wie im Omelettmeister, ihr könnt hier Kuchen drinnen machen, ihr könnt hier super Rührei drinnen machen. Man kann ganz andere tolle Sachen, herzhafte Sachen machen, weil wenn der Omelettmeister einfach zu klein für euch ist und euer Essbedarf ein bisschen größer. Also mir zu Hause reicht mit meinem Mann immer der Omelettmeister, aber wir essen auch kleine Portionen. Kann man natürlich hier auch super einen Quarkkuchen und ähnlichen drin machen. Jo, das heißt, das geht wirklich super, super schnell. Mikrowellenkochen ist ja sowieso eine einfache Geschichte, damit man eben den Herd sauber hat, nicht so viel sauber machen muss, Zeit sparen kann. In der Zwischenzeit des Garen, des süßen Auflaufes, könnte man jetzt eben auch schnell alles abspülen. Wir haben es halt nur weggeräumt. Ja, Kerstin, ich bin wie immer ein bisschen sehr schnell bei allem. Na, du hast genug erzählt, was das Ding alles kann? Ja, ich glaube schon. Mittlerweile schon. Was hast denn du noch zu erzählen? Gute Frage. Ja. Ach so, ja, nebenbei könnte ich euch eine coole Sache erzählen. Und zwar ist es ja ganz einfach so, wenn du Lust hast, dir ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen oder Tupperware etwas preiswerter zu kriegen,
nämlich ganze 20% sparen möchtest, dann hast du einfach die Chance, auch bei uns im Team einfach mal 12 Wochen diese Tätigkeit auszuprobieren. Und ganz egal, ob du jetzt sagst, okay, ich bin eigentlich der Mensch, der gerne mit anderen Menschen wirklich direkt agiert, gemeinsam kochen, ein bisschen Spaß haben oder eben am Grillabend mal schnell einen Salat zaubern, um zu zeigen, wie schnell kann ich wirklich einfach einen Salat daher zaubern. Oder du sagst, okay, nie so mit Menschen und das ist meine Zeit, das habe ich alles nicht. Aber ich hätte da abends Zeit, wenn die Kinder dann am Bett liegen. Klar, geht auch bei uns alles per WhatsApp. Und wenn du sagst, okay, auch das möchte ich gerade nicht so direkt, dann werd doch einfach unser Online-Berater und poste tolle Videos auf TikTok, auf Instagram, auf Facebook. Ja gut, ich nutze alle drei Chancen. Macht sich auch gar nicht so ganz schlecht mit dem Nebeneinkommen dann. Auf alle Fälle haben wir für euch ein super, super geniales Angebot in diesem Monat, wenn du dich nämlich entscheidest und ja sagst, einfach mal 12 Wochen bei uns auszuprobieren, wie es hinter den Kulissen aussieht, wie die Tupperware-Welt wirklich aussieht, was man erreichen kann, was man bekommen kann. Oder du Sachen brauchst und sagst, ich möchte mich einfach, so wie ich damals, ich habe mich nur bei Tupperware registriert, um meinen Eidgenossenschrank, nein, meinen Apothekerschrank mit Eidgenossen einzurichten, um 20% zu sparen. Egal. Du bekommst, wenn du innerhalb der ersten vier Wochen, geht auch innerhalb der ersten Woche, völlig egal, einen Umsatz von insgesamt 250 Euro hast, dann bekommst du ein super, super geiles Begrüßungsgeschenk. Ganz geschenkt ist es nicht, aber fast nämlich für 15 Euro bekommst du die neue Generation unserer Eidgenossen, nämlich die OneTouch, die eben auch super, super sind für Menschen mit Handicap. Weil wir brauchen uns nichts vormachen, wir werden älter, wir wollen auch mal fliegend nur mit einer Hand irgendwas aufmachen und nicht immer zwei Hände brauchen und festhalten. Und dafür haben wir natürlich unsere OneTouch in allen möglichen verschiedenen Größen, Varianten, in quadratisch, in rechteckig, in flach, in hoch und höher, in oval, also alles, was irgendwo geht. Und hier bei den Behältern haben wir einfach eine super Lippe, die übersteht. Und da brauche ich nur anfassen und kann aufmachen. Ich brauche keine zwei Hände, um hier irgendwo dran rumzuwirken. Ich kann den hinstellen, ich kann ihn zumachen, ich kann ihn hier nehmen und ihn aufmachen. Kann hier nebenbei das Kind noch am Arm halten und nur hier kurz bei mir ranhalten. Und ihr habt luftdicht eure Sachen verschlossen. Ihr braucht keine Angst vor Schädlingen haben, die da reinkrabbeln. Oder, falls ihr mal in der Mehltüte irgendwas habt, die dann rauskrabbeln können, luftdicht verschlossen. Also super für die Trockenvorratshaltung. Ihr könnt aber auch diese kleinen Dosen, weil ihr könnt überall immer durchgucken, hinten und vorne, könnt ihr auch im Kühlschrank verwenden. Wie? Das entscheidet ihr natürlich, weil die Varianten sind breit. Und jetzt habe ich meinen Zettel weggelegt, weil wir haben da ein geniales Set, was Tupper zusammengestellt hat, aus jeder Form eine Größe und auch mehr. Ihr seht es hier drauf, ihr könnt auch super Brezel drinne lagern, ähnliche Sachen machen. Und dieses komplette Set gibt es für als Begrüßungsangebot für 15 Euro. Darum sage ich fast geschenkt, weil eigentlich hat das Set einen Wert von 169,10 Euro. Also roundabout 170 Euro und besser könnt ihr nicht mit unseren neuen Nachfolger der Eidgenossen starten. Und von daher sage ich einfach Pimp your Kitchen. Und wir kitchen hier auch gleich. Unser Ding ist gleich fertig. Weil ihr habt hier wirklich die Mega-Größen auch drin, wo ihr eben schön auch Müsli reinmachen könnt, wo ihr Cornflakes reinmachen könnt. Und von daher, ja, sage ich einfach, versuch's doch einfach mal. Weil nicht getan habt ihr es doch schon. Und wie wollt ihr herausfinden, ob irgendwas klappt, ob irgendwas für euch funktioniert? Und das kann man von überall machen. Man muss nicht in die Haushalte. Wir haben eben den Vorteil auch bei uns in der Brandung. Wir dürfen unser Service Center nutzen. Hier machen wir auch ganz viele Partys. Gerade war wieder eine Beraterin hier, hat gesagt, Uta, wann haben wir einen Partytermin, dass ich hier mit dir zusammen meine Live-Party mache. Weil die habe ich auch neu in meinem Team, habe sie jetzt an der Hand, um ganz einfach mit ihr gemeinsam zu lernen, wie macht man eine Live-Party, wie erklärt man vielleicht Sachen. Und einfach mal zusammensitzen, Spaß haben. Kerstin hat schon abgepiekt, die möchte was sagen. Frage.
Ja. Muss ich eigentlich jetzt hier dabei auch eine Stehzeit einhalten? Weil Stehzeit ist ja, habe ich gelernt, immer ein Teil der Garzeit. Was sagst du? Ja, wir haben eine Stehzeit von 4 Minuten, aber die Stehzeit muss nicht zwangsläufig in der Mikrowelle verbracht werden. Okay. Das heißt, wir haben ja mal gelernt, dass da die Mikrowellen noch umherhüpfen. Innen drinne. Genau, wenn die Mikrowelle zubleibt. Es ist aber bei der Stehzeit nicht mehr zwingend notwendig. Also könnte ich das rausholen. Du kannst es rausholen, zeigen. Wir müssen es halt nur noch stehen lassen, damit es durchziehen kann. 4 Minuten muss es dann noch stehen, dass es richtig schön durchgezogen ist. So können wir euch das zeigen. Wir müssen uns dann nur 4 Minuten noch gedulden, um es dann zu verkosten. Das heißt, wir laden euch zu dem Video natürlich dann noch ein schönes Endbild, wie das Ganze dann am Ende aufgeschnitten aussieht. So. Ich habe mal mit Handschuhe angefasst. Genau, weil trotzdem wir nur mit 550 Grad gegart haben, wird es alles heiß. Und dafür haben wir ja unsere wunderschönen Silikonhandschuhe. Vor allen Dingen riecht das schon mega lecker. Ja, wenn die Mandelblättchen jetzt oben drüber liegen würden, Mädels, würde es noch schöner aussehen. Aber was nicht ist, ist nicht. Das heißt, wir lassen den Deckel hier noch drauf, dass ich noch ein bisschen nachgaren kann. Und Kerstin kommt nochmal her mit ihren schön angezogenen Handschuhen, weil, guckt mal, wie schön hoch die hier rüber gehen. Aber ja, ja, da ist dein Ellbogen. Das heißt, selbst wenn jetzt Dampf kommt, verbrennst du dir hier nicht die Unterarme. Weil hier ist meine Hand zu Ende. Und das ist genau das, was am Herd oder... Und selbst wenn ihr die jetzt irgendwie dreckig macht, ist das überhaupt kein Problem. Die können dann in die Waschmaschine, die sind nämlich waschbar. Und dann sind die wieder sauber und die Welt ist in Ordnung. Genau, bis 40 Grad sogar. Jo, ne? Also das kriegt man alles. Und schöne Untersetzer sind das auch. Genau, die kann man auch als Untersetzer auf dem Tisch verwenden. Für dann schöne Auflaufformen und Töpfe, ne? Jo, ich würde mal sagen, wir lassen uns das Essen in 3 Minuten schmecken. Ja, wir zeigen euch das schon mal. Ach, du willst noch einen Teller holen? Ja, ich hole euch noch einen Teller, weil du hast doch so schöne, fertige Vanillesoße dabei. Mann, nee, das gehört doch gar nicht zum Rezept. Und warum hast du die mitgebracht? Na, damit wir es uns gut gehen lassen. Okay. Nun hat sich wieder was unterm Schrank hervorgezaubert, was ich euch gar nicht zeigen wollte. Und hier sind wir 4, ne? Ja, ich habe hier nämlich noch schön Dessertsoße von Naschkätzchen mitgebracht. Weil ich habe gedacht, okay, das geht immer, schöne Vanillesoße, kann man natürlich auch selber kochen. Und die habe ich extra unter den Tisch gestellt, aber Kerstin hat sie natürlich vorgemüllt, um euch zu verraten, was wir alles Schönes haben. So, und dann würde ich mal sagen, wir sind großzügig. Wir haben Topschaber oder Löffel, Pfannenwender, ist egal. Wir nehmen einfach unseren Servierlöffel, dafür ist er da, unser Servierlöffel, das heißt... Wir picken das jetzt hier einfach mal durch, weil... Können Sie gar nicht sehen. So. Weil der Kuchen ist ja durchgeweicht oder wenn es Brot wäre oder was auch immer. Ich hab's umgekehrt. Und dann holen wir hier mal so ein schönes Viertelstück. Blendet ihr das nicht so durch vom Fenster her? Raus. Das, wie ist das mit der Maus? Kuchen, auf dem Teller. Das heißt... Aber ich glaube, wenn du es vielleicht doch mit einem Topfschaber machen würdest, wäre vielleicht doch... Würde es vielleicht schöner aussehen, ne? Schicker aussehen. Also so sieht es erstmal für euch aus. Also, einmal fotografieren. Ja, dann machen wir das Schicke nachher, Gisela. So, und dann mache ich hier jetzt das Ding auf. Was hast du da? Vanillesoße? So, und dann machen wir das noch ein bisschen schick rum. Und dann sieht es am Ende des Tages auch richtig schick aus. Ups. Ja. Wieder sehr großzügig, aber nein, das sieht aus wie Blumen. Guck mal, das ist doch. Ja, genau. So, schaut mal, ihr Lieben. Ist doch. Das sieht doch schon mal gut aus, ne? Ja. So, und damit verabschieden wir uns dann für heute. Und ihr könnt euch nächste Woche. Wir essen lecker, aber ihr habt auch die Chance, ihr dürft auch zu unserem Live-Cooking in die Meeting Center kommen. Nächste Woche ist wieder Bützow, die Woche drauf in Neubrandenburg. Ihr dürft es auch essen mit uns gemeinsam. Nicht nur live angucken, was wir hier so rumtreiben und hinterher noch ein bisschen mit uns rumblödeln, sondern ihr dürft das Zeug auch essen. Dann müssen wir das nicht mal alles aufessen. Genau, weil live sind wir immer montags 18.15 Uhr in den jeweiligen Meeting-Centern. Und die YouTuber, die dann gucken, die kriegen ja immer nur die Aufzeichnung. Ne? Genau. Aber das macht ja nichts. Ihr könnt ja auch mit uns live gehen. Also genau. Ihr Lieben, bis dann. In dem Sinne... 3, 2, 1 und wir sind nächste Woche wieder für euch live. Macht es gut. Ciao, ciao.